Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer Indie-Ecke. Card Crawl heißt das Spiel, welches wir heute spielen. Gibt es im iOS Store, gibt es im Google Play Store, gibt es über den Amazon Store. Also, ihr merkt schon, es ist ein mobiles Spiel. Das habe ich entdeckt, weil ich vor einigen Tagen Missile Cards gemacht habe. Und der Entwickler von Missile Card hatte über dieses Spiel hier getweetet und hat mir gesagt, na, das guckst du dir mal an, runtergeladen, es ist kostenfrei, man kann es sich kostenfrei runterladen. Und das ist echt nett gemacht. Das ist also ein Dungeon-Crawler mit Karten und ich glaube sogar von einem deutschen Entwickler, der aus Düsseldorf kommt. Ja, so ein bisschen Lokalkolorit hier auf meinem Kanal, das kann ja auch nie schaden. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Es gibt wohl auch eine Vollversion, die man sich kaufen kann, die kostet 3 Euro. Aber was schon mal ganz cool ist hier, man wird nicht mit Werbung überhäuft, man wird nicht mit Bettelei überhäuft, von wegen, gib mir bitte 5 Sterne für mein Programm. Das gibt es alles nicht in Card Crawl. Das ist schon mal ziemlich gut. Und ich muss dazu sagen, ich habe ein Amazon Kindle Fire und da habe ich dieses Amazon Underground Drive drauf. Und dadurch habe ich dieses Spiel in Vollversion. Ich habe jetzt allerdings noch keinen genauen Vergleich ziehen können, wodurch sich die Vollversion für 2,99 € unterscheidet mit der normalen Version, die man sich herunterladen kann. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ins Spiel ein. Jetzt schaue ich gerade, ich glaube, wir müssen nochmal das Tutorial hier oben neu starten, damit wir auch wissen, worum es geht. Weil der Hörni, den man nämlich gleich kennenlernt, der kann das viel besser erklären, als ich es kann. Willkommen bei Card Crawl. Mein Name ist Hörni und ich zeige dir, wie man spielt. Das ist Hörni. Hi, Hörni. Überlebe meine 54 Karten Dungeon-Stapel, um ein Spiel zu gewinnen. Genau, alle 54 Karten, die ihr habt, müssen durchgespielt werden, dann haben wir die Runde gewonnen. Oh, da oben, was ist das denn? Eine Kakerlake? Hui. Prost. Um zu sehen, wie viele Karten übrig sind, schau auf meinen Stapel oder die Anzeige über mir. Genau. Jetzt kommen wir ins Spiel. Das sind wir, das ist unser Avatar mit unserer Lebensanzahl, 13 von 13 und das Gold, was wir gesammelt haben im Dungeon. 2 Handkartenplätze, um Gegenstandskarten auszurüsten und aktiv zu nutzen. Links und rechts. Und noch einen Rucksack. Genau. Da können wir dann auch eine Karte drin aufbewahren. Und das sind die 4 leeren Plätze. Hier werden die Dungeon-Karten von seinem Stapel aus reingespielt. Jede Runde zahle ich Dungeon-Karten aus, um die Plätze zu füllen. Genau, mein Dungeon-Stapel hat immer eine feste Anzahl von Schwert-, Schild-, Münz- und Trankkarten. Um eine Gegenstandkarte zu benutzen, muss man sie zuerst in einen Handplatz ausrüsten. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau, ziehe die Schwertkarte in deine linke Hand. Die hier, dahin. Und die Schildkarte tun wir in die rechte Hand. Nice. Und die Trankkarte, den Trank hier, den nehmen wir mal mit. Für schlechte Zeiten. Aufgepasst, eine ausgerüstete Gegenstandkarte muss gespielt werden. Es müssen 3 Dungeon-Karten entfernt werden, bevor ich 3 neue ausspiele. Also aus diesen 4 Card-Slots müssen 3 entfernt werden, gespielt werden, getötet oder ausgerüstet, wie auch immer, bevor er neue Karten austeilt. Und da sind auch schon die ersten Gegner. Mein Dungeon-Stapel hat außerdem eine feste Anzahl von Monsterkarten, wie zum Beispiel hier die ekelige Spinne oder hier die Krähe, die ein Messer dabei hat. Ziehe das Schwert in deiner linken Hand auf das Monster, um es anzugreifen. Mit unserem Schwert können wir jetzt die Krähe angreifen. Wir sehen, unser Schwert hat 3 Angriff, die Krähe hat 3 Lebenspunkte. 3 minus 3 macht 0, tote Krähe. Du kannst ein Monster entfernen, indem du es auf eine Avatar-Karte oder ein ausgerüstetes Schild spielst. Ja, genau, das machen wir jetzt. Wenn wir die Spinne jetzt hier rüberziehen auf unser Schild, dann ist unser Schild weg. Aber die Spinne kriegt 8 abgezogen von ihrer Lebens- oder Angriffszahl, sodass sie uns dann noch 3 Schaden macht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ne? 8 minus 5, bleibt noch 3 übrig, wir nehmen 3 Schaden. Um dich zu heilen, rüste die Trankkarte aus deinem Rucksack aus. Das machen wir. Prost. Sammle 2 Gold ein, indem du die Münzkarte ausrüstest oder in deinen Rucksack verstaust. Genau, die Münzkarte können wir einfach ausrüsten oder halt in den Rucksack reinzuholen. Und dann kriegen wir das Gold dazu. Die Summe an Gold, die du in einem Spiel einsammelst, ist deine Highscore. Leere Trank- und Münzkarten werden entfernt, wenn du 3 neue Dungeon-Karten gespielt hast. Also, im Prinzip können wir die beiden Hände jetzt nicht mehr benutzen, sondern erst, sobald hier 3 neue Karten gespielt werden. Das ist jetzt aber natürlich der Fall, weil hier wieder 3 leere Plätze sind. Oh, so viele starke Monster. Das sieht nicht besonders gut aus. Das stimmt. Seelendieb mit Leben, Angriff 10, Troll 9, Spinne 8. Nicht gut. Du kannst 4 neue Dungeon-Karten ziehen, wenn du noch keine von ihnen entfernt hast. Über dieses Symbol hier oben kostet uns dann 5 Leben. Aber dafür werden halt neue Karten gezogen. Das machen wir in dem Fall jetzt mal. Sonst würden wir hier an der Stelle nicht weiterkommen.
Außerdem kannst du Dungeon-Karten oder Gegenstandskarten aus deinem Rucksack an meine Shopkiste verkaufen. Das hier ist die Shopkiste, die freut sich immer über irgendwelche Karten und mampft die gerne weg. Du kannst keine Monsterkarten verkaufen, das wäre natürlich zu einfach, aber Münzkarten nehme ich gerne als Geschenk. Ziehe die Schild-, Schwert- und Münzkarte auf meine Shopkiste. Machen wir das nochmal. So, kriegen wir für dann noch ein bisschen Gold. Nee, aber für das Schwert kriegen wir jetzt Gold, oder? Genau. Und für das Schild auch. Zu guter Letzt beinhalte meinen Dungeon-Stapel 5 besondere Fähigkeitskarten. Das sind immer diese Karten, die in dieser blauen Schrift stehen. Jedes Spiel werden 5 zufällig ausgewählte Fähigkeitskarten aus deiner Sammlung in meinen Stapel gemischt. Berühre und halte die Karte, Keule, um eine Beschreibung anzuzeigen. Machen wir das mal. Schiebe eine Dungeon-Karte zurück in den Stapel. Sehr schön, wenn wir die Karte also zum Beispiel auf diesen Seelendieb spielen würden. Ich glaube, das zeigt er uns jetzt auch. Dann fliegt der Seelendieb zurück in den Stapel. Genau das machen wir jetzt. Wir benutzen diese Keulenkarte. Weg mit dem Seelendieb. Allerdings wieder zurück in den Stapel. Nicht raus aus dem Spiel, ne? Wichtig. In deiner Sammlung kannst du 35 Fähigkeitskarten freischalten. Sehr gut. Nun lass mich den Stapel neu mischen, damit wir ein richtiges Spiel starten können. Yes, los geht's. Achso, du kannst übrigens das Tutorial in den Einstellungen neu starten. Das haben wir schon gemacht vorhin. Trink nochmal einen Schluck. Mach ich auch. Du trinkst Bier. Ich trinke Tee. So, das geht doch mal ganz gut los. Wir nehmen das Schild. Wir ziehen den Feuerflammen auf das Schild. Nehmen dann natürlich einen Schaden durch. Aber der Feuerflamme ist weg. Den Trank nehmen wir mal in den Rucksack. Viele Münzen. Das ist gut. Das Schwert hier drauf. Greifen wir die Spinne an. Rüsten mal die beiden Münzen aus. Von den Münzen kann man dann nachher im Menü nämlich neue Sachen freischalten, neue Karten. Was macht denn Absaugen? Erhalte den Wert der ausgewählten Dungeon-Karte in Leben. Okay. Nehmen das Schwert, ziehen das Schwert auf die Spinne. Die Absaugenkarte rüste ich mal aus. Und einen Goblin haben wir. Sonst den Goblin, der kann es ruhig angreifen. Ist auch ziemlich cool, wie sich unser Avatar hier verändert. Je weniger Lebenspunkte er hat, desto schlimmer sieht er aus. Ziehen den Trank hier drauf, benutzen den, tun den anderen Trank in den Rucksack. Und ja, die Münzen, ja, das ist jetzt doof. Komm, ich verschenke die Münzen. Weg damit. Der Seelendieb. Okay, okay, okay. Du darfst uns mal ruhig angreifen. Du weg. Oh, das sieht nicht gut aus. So viele starke Gegner jetzt. Zack. Benutzen wir mal die Fähigkeit. Da mache ich eigentlich viel zu wenig Gebrauch von. Was machen wir mit der Flucht? Ziehe neue Dungeon-Karten. Okay. Rüsten erst einmal das Schild aus. Und saugen uns dann, weil diese Absaugenkarte ja die Fähigkeit hat, den Wert in Leben umzuwandeln auf die Münzkarte. Dadurch dürften wir dann 6 Leben dazu bekommen. Genau. Feuerflammen darf uns ruhig angreifen. Nee, du gehst auf das Schild, genau. Und die Münze. Ah, der Troll. Der Troll ist auch immer gefährlich. Der Troll ist auch immer gefährlich. Ziehen wir auch mal aufs Schild. Halt. Fast tot sind wir. Jetzt geht's uns wieder besser. Noch ein Schild und den Troll. Das passt doch. Dann nehmen wir nämlich den 7er Schild. Dann macht der Troll nur 2 Schaden. Die Münzen gönnen wir uns, ja. Was macht die Durstkarte nochmal? Verwandle eine Ausrüstungskarte in eine zufällige Trankkarte. Ja, schade, dass das nicht mit einem Goblin geht. Machen wir mal mit der Münze hier. 5er-Trank. Darfst du uns angreifen. Den Trank benutzen. Es ist nun mal so, dass die Lebenspunkte halt praktisch auch, ja, wie Rohstoff anzusehen sind oder halt, ja. Es ist ja egal, ob man am Ende mit 13 Leben gewinnt oder ob man nur ein Leben übrig hat. Das ist vollkommen wurscht. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
Alter, greife mit unserem Schwert den Seelendieb an. Du darfst uns dann angreifen. Schild ausrüsten und das Schwert. Okay, 20 Garten noch. Oh, sehr schön. Großer Trank. Inkubus darf uns angreifen. Wir hauen uns den Trank rein und rüsten mal die Keule aus. Denn ich glaube, ein Troll ist noch im Spiel. Ne? Ist ein Seelendieb im Spiel. Das ist okay. Den schicken wir dann jetzt erstmal weg. Rüsten das Schild aus und die Münze tun wir unten im Rucksack. Wohin ist egal. Hätten wir auch in die Hand reintun können. Zehnertrank. Spinne greift unser Schild an und uns. Und wir hauen uns den Achtertrank rein. Dann verschenken wir einen Lebenspunkt. Aber das ist okay. Was macht denn Opfer nochmal? Greife ein Monster mit dem Wert deines fehlenden Lebens an. Auch nicht schlecht. Pest darf uns... Ne, das machen wir anders. Und die Opfernkarte bitte ausrüsten. Das passt doch ganz gut. Dann kann uns der Schleim nichts antun. Und die Fluchtkarte verschenken wir mal. Es sind ja nur noch 6 Karten jetzt im Stapel. Inkubus darf uns angreifen. Die Krähe darf uns angreifen. Wir hauen uns den kleinen Trank mal rein. Ah, 2 Zehner noch. Das war doof. Moment, das machen wir anders. Okay, hier auf 11. Lassen den Seelendieb uns angreifen. Dann fehlt uns jetzt 12 Leben und dann können wir jetzt mit der Opfernkarte, weil uns ja 12 Leben fehlen, den Seelendieb ausschalten. Sehr schön. Gewonnen. Ja, richtig nur aufhören. Sehr schön. Und 46 Gold sogar erbeutet. Cool. Ja. Cardcrawl. Gucken wir uns mal eben die anderen Menüs an. Man kann hier Trophäen sammeln, natürlich, das muss auch sein. Rüstungen werden auch poliert, so im Hintergrund. Ja, da muss man, dafür muss ich jetzt, glaube ich, angemeldet sein, genau. Können wir gucken, was unsere Freunde machen. Also man kann sich doch mit seinen Freunden vergleichen. Was haben wir hier? 1 von 10. Gewinne 10 Spiele in einem beliebigen Modus, um den Daily Dungeon zu spielen. War wahrscheinlich ja eine tägliche, besondere Herausforderung, so verstehe ich das. Wenn wir hier von 3 Spiele gewinnen, dann können wir den konstruierten Modus spielen. Dann kann man sich also auch ein eigenes Deck zusammenstellen, beziehungsweise 5 Fähigkeitskarten auswählen, die man dabei haben möchte. Und diese Fähigkeitskarten, die kann man hier unten in der Sammlung freischalten. Gucken wir mal kurz, was wir hier haben. Schalte alle Fähigkeitskarten oder Fertigkeitskarten in deiner Sammlung frei, um den Abstiegmodus zu spielen. Ich denke, das ist eher ein Descent-Modus. Eher wie beim Dungeon Crawler. So verstehe ich das. Abstiegmodus. Ist hier. Oder ist ein Modus für einen Hamburger Sportverein? Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht so genau. Quests, schauen wir mal ganz kurz, was wir da haben. Bierkaltstelle, das ist immer eine sehr gute Idee. Ja, Quests. Spiele verschiedene Spiele und schalte neue Avatare frei. Schalte alle Funktionen von Cardcrawl frei und erhalte eine exklusive Avatar-Karte für 2,99 Euro. Was gibt es denn noch? Den Bogenschützen. Erschaffe eine 20-Gold-Münzkarte. Okay, das habe ich auch noch nicht gemacht. Auch mit meinem anderen Spielstand noch nicht, den ich auf meinem Kindle habe. Aber wenn ich schon ein bisschen weiter habe, habe ich schon ein paar Sachen freigeschaltet. Der Assassine und der Asselord. Okay, interessant. Und dann schauen wir noch kurz in die Sammlung rein. Ich glaube, mit den 46 Gold, die wir jetzt hier haben, können wir nicht allzu viel kaufen. Eventuell die erste Karte schon freischalten. Schiebe eine Dungeon-Karte zurück in den Stapel. Die Keule haben wir schon, die Fluchtkarte haben wir auch schon, das Absaugen haben wir schon, Opfern haben wir schon, Durst haben wir schon und Todesstoß wäre das Neueste. Achso, weil wir jetzt 1 von 1 Spiel gewonnen haben, können wir jetzt die Todesstoßkarte freischalten. Machen wir das. Ja, hat ein bisschen was wie das Päckchen öffnen bei Hearthstone, natürlich. Was macht denn die Todesstoßkarte? Entfernt eine beschädigte Dungeon-Karte. Ah ja. Wenn wir jetzt noch ein Spiel gewinnen würden, dann könnten wir sogar hier die Austauschkarte freischalten, dann die Stehlenkarte. Für 125 Gold könnten wir die Peitsche freischalten und so weiter und so fort. Und ihr seht schon, da steckt eine Menge drin. Und wenn man taktisch vorgeht, dann ist man auch gar nicht so auf das Glück der Karten angewiesen. Klar, ein bisschen Glück gehört dazu, dafür ist es nur mal ein Kartenspiel. Aber das taktische Vorgehen ist durchaus wichtig hier in Cardcrawl. Erhältlich für iOS, für Android, auf euren mobilen Geräten.
Das soll es gewesen sein für heute. Bedanke mich fürs Zusehen. Echt ein nettes Spiel. Mir gefällt das richtig gut. Für eine Runde zwischendurch. Hier mit dem kleinen, dem Gnom hier, dem Lumpi, dem Lümmel. Macht das echt Spaß. Also, tolles Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.